Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute zeige ich euch einen kleinen Flaconi-Haul. Ich habe mir ein paar kleine Schätze bestellt, so quasi Duftproben in Form von Motiven und kleinen Kerzen von Yankee Candle. Um mich so ein bisschen durchzuschnuppern, bevor ich mir die großen Housewarmer kaufe für, keine Ahnung, ich glaube original kosten die Housewarmer mit 623 Gramm jetzt 32,90. Ist eine Ansage, danke Yankee Candle. Und ich dachte, ich schnupper mich mal durch, bevor ich mir so einen Housewarmer kaufe. Natürlich versucht man die im Angebot zu schießen, dann kann man so einen Housewarmer auch für 20 bis 25 Euro kriegen. Das ist schon relativ günstig für so eine große Kerze. Ja, und ich starte mal mit einem Set. Das kam in dieser Verpackung hier. Das ist das Sakura Festival Set. Sakura Blossom Festival Set. Genau, und zwar sind das dreimal 37 Gramm gewesen. Und zwar einmal der Sakura Blossom Festival, den habe ich ja schon als mittelgroße Kerze. Der hat so ein schönes Motiv und ach, der riecht so schön blumig, frisch. Nach Kirschblüte und Frühling und wunderschön. Der war da mit drin in dem Set. Dann der Sweet Plum Sake. Auch hier ein wunderschönes Motiv. Der riecht nach Pflaume. Natürlich, Plum, ja, sagt der Name schon. Passt auch gut zu meinem Augen-Make-up. Ja, der riecht einfach frisch nach Pflaume, fruchtig, süßlich. Wäre jetzt aber kein Kandidat für einen Housewarmer. Also den finde ich schön, aber der überzeugt mich jetzt. Es sei denn, der Housewarmer ist runtergesetzt auf 15 Euro oder so. Dann könnte ich es mir überlegen, weil ich die Farbe von dem Wachs einfach sehr schön finde. Aber ansonsten glaube ich, wäre das eher nicht so ein Kandidat für einen Housewarmer. Bei dem Sakura Blossom Festival, der schon eher. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Für einen floralen Duft finde ich den wunderschön. Und dann war da noch dabei Majestic Mount Fiji. Der passt natürlich toll zu meinen Fingernägeln. In Blau. Und der riecht frisch. Aquatisch. Bisschen blumig. Das ist ein schöner, frischer Duft. Also für einen frischen Duft finde ich den wirklich schön. Und den könnte ich mir auch, wenn er runtergesetzt ist, als Housewarmer vorstellen. Majestic Mount Fiji. Den finde ich schon richtig kalt, schon richtig gut. Also die Düfte, die ich jetzt hier habe, die habe ich alle nur, kann ich euch nur im Kaltzustand quasi reviewen. Weil ich die alle warm noch nicht kenne. Ich glaube, ich kenne keinen davon warm. Nee. Dann machen wir weiter mit den Teelichtern oder mit diesen Glaskerzen. Dann haben wir hier etwas sehr Ungewöhnliches für mich. Und zwar Lemon Lavender. Ich habe mir die Jeffree Star Kerze in Lavender Lemonade gekauft. Und die hier riecht deutlich zitrischer. Also die Jeffree Star Kerze ist deutlich lavendeliger und diese hier ist deutlich zitrischer. Man riecht den Lavendel im Kaltzustand gar nicht so stark raus. Die Wachsfarbe ist natürlich voll meins und auch das Design finde ich echt wunderschön. Richtig toll gemacht. Also richtig viel Mühe für so ein kleines Glas mit 37 Gramm.
Ich mag weder Lavendel noch zitrische Düfte besonders gerne, aber diese Kombination finde ich ganz schön, wäre aber kein Kandidat für einen Housewarmer. Dann haben wir hier Pink Cherry and Vanilla. Und auch hier wieder ein wunderschönes Design. So sieht die kleine Kerze aus. Schöne Wachsfarbe. Und die riecht nach rosa Bonbons und Vanille. Nach diesem pinken Kaugummi, was es in dieser Rolle gab, in dieser Plastikverpackung. Kennt ihr das noch? Was so aufgerollt war. Nicht Hubba Bubba, sondern davor noch. Ich bin ja 33, werde jetzt 34 am 22. Oktober. Und es gab früher diese aufgerollten pinken Kaugummi-Rollen in so einer Plastikverpackung, total unpraktisch, aber die haben so gerochen. Ja, das ist so ein bisschen Kindheitserinnerung plus ein bisschen Vanille. Oh, das wäre auf jeden Fall ein Kandidat für einen Housewarmer. Auf jeden Fall. Ja, Pink Cherry und Vanilla. Ja. Wenn ich den erwische, gratis. Schön wär's. Yankee Candle, hit me up. Ich bin bereit für die Kooperation. Spaß. Also, wenn ein Housewarmer, der würde auf jeden Fall gehen. Zwar nicht für 32,90, aber für 25 würde ich mir den holen. Wenn ich nicht Kaufstoff hätte, was Kerzen angeht. Genau, dann haben wir hier Warm Kaschmir. Die Wachsfarbe finde ich nicht so ansprechend. Das ist so ein Beige. Ist so ein gemütlicher Duft. So ein bisschen warm. Ganz schwer zu beschreiben. Wie warme, frische Wäsche, aber süßlicher, wärmer vom Duft als diese klassischen frische Düfte, die ja so ein bisschen stechend sind, finde ich. Also so frisch gewaschene Wäschedüfte, so Kottendüfte und so finde ich immer ein bisschen stechend in der Nase. Der hier ist deutlich wärmer, weicher. Bisschen sinnlicher, so ein bisschen, wie kann man das beschreiben? Es ist ein gemütlicher, kuscheliger Duft. Warm, süßlich, aber trotzdem nicht zu süß. Schwer zu beschreiben. Es ist schwierig zu sagen, nach was das riecht, aber alle, die schon mal so einen Kaschmirduft hatten, das ist halt die warme Variante von Kaschmirduft. Dann haben wir Vanilla Creme Brûlée. Das ist ja voll meins. Ich liebe Vanilledüfte. Alles, was mit Vanille zu tun hat, love it. Ist ein sehr randommäßiger Duft. Also, dass mich ein Vanilleduft wirklich catcht, dafür braucht es ein bisschen was. Der hier ist leider nicht so wahnsinnig spannend jetzt kalt. Ist halt ein Vanilleduft. Vanille, süßlicher Vanilleduft, aber nix. Ja, man riecht so den braunen Zucker von Creme Brûlée noch ein bisschen. Aber kein Kandidat für einen Housewarmer. Auch die Wachsfarbe finde ich nicht so spannend. Nee, das glaube ich wird eher nix mit uns beiden. Also bis jetzt nur, also drei von sieben, die als Housewarmer in Betracht gezogen werden. Dann haben wir hier Coconut Beach. Eine weiße Kerze. Weiß finde ich ja ein bisschen langweilig. Das ist auch noch so ein Off-White, so ein Eierschalenton. Ja.
Ist eine frische Kokosnuss. Parfümige, frische Kokosnuss. Catcht mich aber auch nicht so hundertprozentig. Ich glaube, da reicht mir die kleine Kerze völlig aus. Auch die kein Housewarmer-Kandidat, jetzt so im kühlen Zustand. Dann haben wir hier Twinkling Lights, ein Votiv. Schönes weihnachtliches Label. Frischer Duft, leicht blumig. Ja, gefällt mir, aber müsste ich jetzt auch nicht unbedingt als Housewarmer haben. Dann habe ich hier Christmas Eve Cocoa. Ich dachte ja, das ist ein Food and Spice Duft, aber der riecht einfach nur parfümig. Da sind ja auch Marshmallows drauf abgebildet und Kakao und so. Aber für mich riecht er einfach nur parfümig. Nicht schlecht, aber kein Duft, den ich mir in groß kaufen würde, auf gar keinen Fall. Dann haben wir hier Berry Mochi. Diese Mochis sind ja total in. Das ist ja so eine Süßigkeit aus Japan, glaube ich. Auf jeden Fall aus dem asiatischen Raum. Der riecht richtig lecker nach Bärenbonschis. Ganz fruchtig, süßlich, so ein bisschen wie bärige Zuckerwatte. Auf jeden Fall ein Kandidat für einen Housewarmer. Der ist richtig lecker und die Wachsfarbe finde ich auch ganz interessant. So ein Grau-Lila und das Label finde ich halt auch super schön. Ja, Berry Mochi. Der vierte eventuell Housewarmer-Kandidat. Dann haben wir hier Bora Bora Shores. Also die Wachsfarbe und das Label finde ich schon mal mega schön. Ich glaube, das ist die Sommerkollektion 2022 gewesen. Das ist ein frischer, blumiger, aquatischer Duft. So ein Urlaubsduft. Schön. Wäre für einen runtergesetzten Housewarmer auf jeden Fall ein Kandidat. Vor allen Dingen die Wachsfarbe finde ich auch wieder total schön. Und das schöne Label. Ich finde das gar nicht kitschig. Ich finde das super schön. Ich stehe auf sowas. So ein schöner Sonnenuntergang am Strand mit Palmen. Und dazu dieser Duft. Geil. Geil, geil, geil. So, jetzt haben wir noch zwei. Einmal Mango Ice Cream, ein Votiv, wie ihr schön sehen könnt. Das Label finde ich jetzt nicht ganz so spannend. Die Wachsfarbe finde ich auch nicht so geil. Riecht nach Mango. Das ist schön für einen Mango-Ice-Cream-Duft. Ein bisschen vanillig, cremig. Also nicht so in your face fruchtig, sondern so ein bisschen cremig, vanillig noch dazu. Schön. Ein schöner Duft, aber ich bräuchte ihn nicht unbedingt als Housewarmer. Aber ich bin mal gespannt, wie die Düfte warm sind. Also wenn ich sie anzünde, ich habe ja keinen Candle Warmer. Ich bin Vertreter von Flamme und flackerndem Licht und so. Ich bin der Klassiker. Ich möchte, glaube ich, keinen Candle Warmer. Aber danke für die lieb gemeinten Tipps. Aber ich glaube, ich verzichte auf einen Candle Warmer und zünde meine Kerzen ganz klassisch an. Last but not least, The Last Paradise. Ein schönes Label, schöne Wachsfarbe. So ein Peach. Aber kalt riecht der. Drück in die Nase rein. Nach nicht viel. Ich rieche mal unten. Ah, hier riecht man mehr. Fruchtig und blumig gleichzeitig. So ein bisschen Pfirsich.
bisschen Orchidee, so den Dreh. Ja, aber muss nicht sein. Also, das war meine kleine Duftreise durch die Welt der spannenden Düfte von Yankee Candle, gekauft bei Flaconi. Nicht gesponsert von Yankee Candle, nein. Und ich habe quasi fünf Düfte, die ich in Erwägung ziehe, vielleicht runtergesetzt als Housewarmer zu holen, wenn ich wieder Kerzen kaufen kann. Also ich denke mal so November, Oktober, November vielleicht. Mal gucken. Aber das war jetzt vorerst mal das letzte Kerzen-Haul-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss!